Herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind hier, tja, ehrlich gesagt, sind wir hier bei dem bei dem Leuchtturm von Jack. Wir wollten den mal hier ein bisschen ausrauben. Oder hatte ich gesagt, das wollte ich nicht? Egal, jetzt machen wir es. Der kann uns sowieso nichts. Okay. Ja, ich weiß nicht, am Anfang vom... Also, es ging beim letzten Mal ja auch irgendwie 10 Minuten lang oder so. Und danach war plötzlich wieder alles gut. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, woran das denn wirklich liegt. Was ich dann eigentlich mal ausprobieren wollte, ich würde mich gerne mal... Ich bin jetzt blöd, aber ich würde mich gerne mal vergiften lassen. Hier oben ist nichts. Und dann... mich ins Bett legen und schauen, ob das die Vergiftung heilt. Ich guck mal, ob wir das gleich mal ausprobieren können. Ich werde aber vorher natürlich speichern, damit wir gegebenenfalls das nochmal laden können. Das letzte Mal ist jetzt bei mir schon eine Weile her, die letzte Folge. Also bitte nicht wundern. Okay, und los. Ach, jetzt tötet die ja relativ schnell. Also, ist natürlich gut. Aber... für den Test ungeeignet. Andererseits ist es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, das herauszufinden. Meine Güte, das nervt ja wirklich ganz schön mit dem Ruckeln. Ich kann auch überhaupt nicht erklären, woran das liegen könnte. Ich meine, ich weiß ja, dass das Spiel nicht... gerade die besten Bewertungen bekommen hat, was Flüssigkeit und so betrifft, aber so schlimm hatte ich es dann doch nicht in Erinnerung. Aber es sollte sich ja mit der Zeit hoffentlich wieder geben. Ui, da oben sind scheinbar noch mal ein paar von den Bösewichten. Den Banditen, die werde ich mir auch gleich mal schnappen. Wolfsgold, Zauberwurzel. Na dann zeig mal, was du kannst. Jetzt wirst du bluten. Eigentlich wirklich gar kein Problem. Die waren ja mal richtig schwach. Zu schwer. Die haben ja nicht einen Treffer gelandet. Und ausgehalten haben sie auch nicht gerade viel. Geh mal dem Jack gleich berichten, dass wir erfolgreich seine Mission erledigt haben. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir eigentlich zurzeit? 10. Also ich meine mit Erfahrung, wenn ich Erfahrungspunkte sage, meine ich eigentlich fast immer Lernpunkte. Nicht wundern. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ah, ich wusste, du würdest mir helfen, mein Junge. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. Okay, immerhin. Er versuchte. Erlege die scheuen Hirsche, Wenzels verlorenes Schwert. Montera, da soll ich jetzt wohl hin. Und das scheint dort der Ort zu sein. Wir müssten uns... Geh mal auf M. Genau, südöstlich von Ardea befinden. Tja, da würde ich mal sagen, folgen wir wahrscheinlich dann diesem Weg hier. Sieht man den? Ja. Und machen uns auf den Weg nach Montera. Und versuchen, Wenzel sein Schwert zurückzubringen. Lalalala. Dabei können wir noch mal durch Ardea gehen.
sollten... Ah, wir können beim Speed nochmal versuchen, ein paar Sachen zu verkaufen. Denn wir haben ja mitgekriegt, es ist jetzt eher vom Handeln her, ist es wieder näher an Gothic 1, die... Boah, meine Güte, ist ja fürchterlich. Die... Der letzte Scheiß. Die Händler haben jetzt wieder einen gewissen... Zeig mir deine Ware. Gewisse Menge an Gold. Und wenn die aufgebraucht ist, dann ist halt alles weg, ne? Logischerweise. Ich glaube, wie gesagt, wir werden doch in Richtung Armbrust gehen und Pfeile auf kurz oder lang, also Bogen und Pfeil wahrscheinlich auf kurz oder lang nicht mehr nutzen. Das hat natürlich, ist natürlich logisch, denn wir gehen ja auf Stärke, wenn wir mit dem Schwert kämpfen möchten. Und dementsprechend lernen wir natürlich eher mit der Armbrust umzugehen, da die ja Stärke benötigt. Und im Gegensatz dazu würden Bögen geschickt benötigen, und das ist nicht unser Fokus. Ich bin mir gerade bei der Schaufel nicht so sicher. Ich werde einfach abwarten. Dein Ernst? 17.000, das ist zwar schon mal eine Hausmarke. Okay, wir folgen jetzt diesem Weg erstmal soweit geradeaus. Hier oben. Das. Ich entschuldige mich für das Geruckel. Jedenfalls, was ich gerade sagen wollte, hier oben hat man ja damals auch die eine Ork-Patrouille ausgeschaltet. Sagt uns das hier Ardea? Nee, Kapdun. Und du? Ich glaube, hier waren wir schon mal gewesen. Vanguard, das wollen wir aber auch nicht. Okay, und da geht es sonst nirgends lang, okay. Dann folgen wir diesem Weg hier. Der sollte uns, denke ich, in die richtige Richtung führen. Oh, ein Wolf. Warum, kleines Wazi-Wazi? Oh, da oben ist sogar noch ein Wildschwein. Schon auf uns aufmerksam geworden, wie es aussieht. Es verhält sich so, als würde es auf uns zulaufen. Na? Blödes Schwein. Das darf ich sagen, weil es ja wirklich ein Schwein war. Boah. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch jetzt mindestens dreimal durch den Schweinerüssel geschnitten. Irgendwann muss der doch mal kaputt gehen. Ich werde mal vorher, vor dieser Blutfliege, einen Trank nehmen. Denn wenn wir jetzt vergiftet werden sollten und wirklich blöd kämpfen, das wäre dann wahrscheinlich, könnte zu unserem Ende führen, wenn wir nicht schnell genug uns von der Vergiftung heilen. Vergiftung, 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 Krankheit. Okay, wir können aktuell wohl keine Vergiftung heilen. Oder? Ah gut, okay, das gibt sich mit der Zeit von alleine. Man muss nur ein bisschen gegenheilen. Ah, der, da kommen wir gerade her. Hier, Kapdun, danke für den Hinweis. Mal, ob uns der hier in die richtige Richtung führt.
Vanguard. Nee, auch nicht. Muss ich noch mal gucken. Pfeil ist zu dick. Ja, aber wir müssen jetzt hier lang und dann beim nächsten einfach wieder links abbiegen, wie es aussieht. Was ist denn hier passiert? Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser, auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug, da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Ui, gar nicht mal so schlecht. 400 Gold. Das lohnt sich doch. Okay, hier ist Ardea, Vanguard, Montera. Gut. Und das ist Ardea. Okay. Sehr sinnvolle Wegschilder. Zweimal an einem zeigt uns an, dass es hier in Richtung Montera geht. Sehr wichtig. Das Wildschwein da drüben gesehen. So, okay. Hatte letztens auch das Kommentar von Hater von Hater gelesen. Sehr interessanter Name. Und ich wollte jetzt gerade mal ausprobieren mit dem Rechtsklick, aber das Rechtsklick meint da wohl direkt beim. Sobald ich ihn versuche zu looten, muss ich wahrscheinlich direkt schon Rechtsklick machen. Probier das gleich nochmal bei diesem Scavenger. Irgendwie hat es nicht geklappt. Ich nehme nochmal einen Trank, wollte ich sagen. Was ist denn hier unten? Normale Hirsche, okay. Und sonst? Ich höre einen Wolf, eine Eidechse habe ich gehauen. Da! Da! Okay. Wolf erledigt. Ich brauche einen Dietrich. Oder den richtigen Schlüssel. Egal. Gucken wir doch mal lieber ein bisschen weiter. Hier ist sicherlich noch mehr zu sehen. Da ist eine Höhle. Ich möchte mal sehen, was da drin ist. Was ist denn hier? Ein Dämonenpilz. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder auf ein paar Goblins stoßen oder sowas. Oder Minecrawler.
So, ich speichere mal ganz kurz ab, bevor wir hier an den Minecrawlern am Ende noch zugrunde gehen. Speichern, ja. Kommt der zweite auch um die Ecke? Ja. Kommt er? Aber die sollten mittlerweile eigentlich kein großes Problem mehr für uns darstellen. Haben sie ja bis jetzt noch nie, aber. Ja, sehr gut geklappt. Und sind ein Haufen Schlangen. Da lohnt es eigentlich schon fast, oder den richtigen die Schlüssel anzugreifen. Ich habe keine Dietriche mehr. Nein. Weil wenn das so viele sind, das macht ja dann doch wieder ein paar Erfahrungspunkte aus. Da kann man auch mal sein Schwert dafür ziehen. Aber jetzt gucken wir erst nochmal in die Truhe rein. Ah, ich hatte ein bisschen gehofft, dass hier noch ein paar Dietriche drin sind. Und noch eine Schlange? Nö. Das war's. Na, reicht ja auch. Ui, jetzt ging's aber schnell. Mal wieder. Genau das Phänomen, wenn man hier bergab läuft, da ist ja, da sprintet man ja mit nahe der Lichtgeschwindigkeit, könnte ich ja fast sagen. Wahrscheinlich, wenn es steil genug bergab geht, ist es dann auch so. Ist instant in den Boden geschossen. Okay. Jetzt gehen wir aber den Weg weiter, nachdem wir dieses Häschen hier geschlachtet haben, notgeschlachtet. Er hatte bestimmt die Hasenpest. Wolfskraut. Ich höre hier was. Verheißungsvolle Musik. Nicht verheißungsvoll, sondern die Musik, wenn es spannend wird, wenn es gefährlich wird. Okay. Oh, noch eine Höhle. Ah, vielleicht kam von da die Musik. Ein feiger Goblin. Na, wenn die so einen bestimmten Namen haben, dann scheint es doch wieder im Zuge einer Quest zu sein, dass man die hier findet. Ich finde es immer gut, dass man durch Zufall und wirklich ohne jetzt das zu beabsichtigen bei dem Spiel hier offensichtlich zu Quest Locations kommt, wo man eine Quest zu erledigen hat, die man aber erst auf dem normalen Weg irgendwo dahinter findet. Finde ich ein bisschen, naja, merkwürdig, sage ich mal. Aber andererseits ist ja auch immer blöd, wenn es andersrum immer ist. Aber hier fällt es halt doch extrem auf. Man kommt irgendwo hin, man macht irgendwas, sieht eine bestimmte Gegnerart, die sehr, sehr einmalig klingt, sage ich jetzt mal. Und da weiß man eigentlich schon wieder, man erledigt hier eine Quest aus der Zukunft. Folge mal. Ist ja nicht schlimm, aber tut mir leid für das laute Klicken der Maus. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal eine leise Maus. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Aber die Maus finde ich eigentlich sonst ganz gut. Eine Truhe und noch ein paar feige Goblins. Na komm, lass dir doch endlich die Kehle aufschneiden.
Bei den Rebellen haben wir sogar Ruf gesammelt. Das ist doch mal was. Okay, nee, Hocker wollen wir nicht. Aber die Krötenwurz hier können wir mit aufsammeln. Ich brauche einen Dietrich. Ja, in den vorherigen Spielen. Ist mir vorhin gerade so aufgefallen, als ich in die andere Höhle reingegangen bin und schon fast ein bisschen erwartet hatte, dort schon wieder auf Menschen zu treffen. Hatte ich mir noch so gedacht, naja, in den anderen Gothic-Teilen waren es noch so, da haben sich in den Höhlen meistens Kreaturen oder Orks versteckt. Und hier wird man wahrscheinlich nicht sehr oft Orks in den Höhlen finden. Denn die sind ja quasi jetzt die Chefs hier. Noch. Aber das wollen wir ja ändern. Wir sind ja Mensch. Wir haben uns entschieden, zu Gorn zu halten, auch wenn ich zwischendurch gewankt habe. Ja, ihr könnt euch nicht sicherlich noch erinnern. In Kapdun, als ich ein bisschen verzweifelt bin. Da! Boah, ein Wildschwein! Da! Hey, Vorsicht! Vorsicht, Schwein! Da ist eine Truhe, die möchte ich öffnen. Und es scheint hier direkt jetzt erstmal nichts Besonderes zu sein. Okay, dann reden wir doch mal mit den augenscheinlichen Rebellen hier. Bleib stehen! Keinen Schritt weiter! Bleib locker, ich tu dir nichts. Bei Innos? Ich dachte schon, du wärst einer von den miesen Orksöldnern. Hast du keine Angst, dass dich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon auf 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich hab keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis, keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland. Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Monterra kommen. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich. Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Die feigen Goblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal! Du hast es drauf, Mann! Das ist mir 100 Goldmünzen wert! Bring mir was über die Jagd bei. Hier hätte man jetzt Jagdgeschick lernen können und sowas alles. Das wäre wahrscheinlich alles gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben uns ja für was anderes entschieden, von daher. Man könnte aber eventuell das Zeug hier lernen. Viechern das Fell abnehmen. Denn ich glaube, damit kann man auf Dauer auch ganz schön viel Geld verdienen. Dazu bist du noch nicht bereit. Oh ne, aber da müsste man Jagdgeschick vorher machen. Das wiederum habe ich mich. Möchte ich nicht. Achso, ich muss ja erstmal speichern, um mir sicher zu sein, dass ich hier nicht bei unseren neuen Freunden es uns mir verscherze, uns verscherze. Naja, ihr wisst schon. So. Aber da haben die nichts dagegen, wie es aussieht. Ich meine, die zwei hinteren, die sehen das ja. Ach, handeln wollten wir ja auch noch. Bring mir was. Ich würde nicht handeln. Ah. Zeig. Oh, der hat gute Bögen sozusagen. Mhm. Wieder ein paar Sachen, die wir hier verkaufen können. Halt, eine zweite Armbrust. Brauchen wir natürlich nicht. Gut. Das sollte erstmal auch. Oh, wir kriegen wirklich nicht viel. Oh, warte, was hat denn der für ein Rezept gehabt? Scharfer Pfeil. Oh ne, das bringt uns jetzt wenig bis nichts. Ich ruhe mich ein wenig aus. Ja, nicht sagen der Rebell. Das tut ihr doch alle. Und bei dem nehmen wir noch ein bisschen
bisschen mehr Gold mit, das ist nicht viel. Damit können sie ja selber auch nichts anfangen, brauchen wir gar kein schlechtes Gewissen haben. Oh, ein Wildschwein. Gerade habe ich es noch gesehen, wie es angelaufen kam. Sehr gut. Hey. Und noch ein Wildschwein. Da vorne sehe ich noch einen Scavenger. Gleich mal ran an den Feind. Uah. Hat es gerade mal wieder geruckelt seit langer Zeit? Okay. Oh, 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 oh. Na komm. Okay. Alle Scavenger besiegt. Und was haben wir hier drin? Noch ein bisschen Gramsch. Ein bisschen Gold. Und das war's. Und das ist eine Höhle wieder. Montera, weiter. Schauen wir doch mal, wo es hier denn so weitergeht. Habt ihr eigentlich mal diese kleinen Viecher alle umgebracht oder lasst ihr die leben, weil es sich nicht lohnt, extra Schwert für die zu ziehen? Oh. Ich sehe hier eine Menge Blut. Und es ruckelt wieder. Boah, hinter uns! Gerade noch vom unteren Teil des Bildschirms gerade so gesehen, dass da plötzlich etwas war. Okay. Knapp, knapp. So. Was gibt's hier noch? Jetzt weit. Oh, da war wieder mal ein Dietrich. Yay. Wir können wieder versuchen, eine Truhe zu knacken. Ich nehme mal noch einen Trank. Und danach würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.